Sind wir alle nur eine Spielfigur auf der großen Bühne der Welt? Virtuell, in den sozialen Medien, im Alltag oder in der Politik? Wo beginnt das Theater? Wo hört es auf? Diese Frage stellt der Regisseur und bildende Künstler Philipp Markiewicz mit seiner multimedialen Theaterinstallation Euro-Hamlet, die das wohl bekannteste Shakespeare-Stück in die Gegenwart holt. Wie zermürbend, sinnlos, hohl, schal scheint mir alles auf dieser Welt. Sie ist ein ungejäteter Garten und die Saat geht auf. Überall wächst widerliches, ekelhaftes Zeug. Eine Metapher, die auch auf die heutige Zeit passt? Es gibt irgendwie zwischen den Zeilen von Hamlet ganz viele Parallelen. Was ist Macht? Was ist Politik? Was ist das Leben? Der Tod ist ja jeden Tag präsent in den Medien durch die Pandemie. Das heißt, all diese Fragen, existenziellen Fragen, politischen Fragen, Machtfragen sind hochaktuell. Seine Premiere feiert das Stück morgen auf dem Lausitz-Festival und nimmt dabei auch Bezug auf die Geschichte der Region. Eindrückliche Live-Musik und ein raumeinnehmendes Bühnenbild machen Euro-Hamlet zu einem Kunstwerk, das viel mehr ist als nur Theater.